Wir fangen mit Theo an. Der hat ein Video gemacht über die Kommentare von Mirella. Wir haben uns das Video von Mirella ja angeguckt, über das Video von Inscope. Also die hat ja ein Video gemacht, da ging es um... Den Billy Boy zuckst du dir gar nicht erst an. Geschlechtskrankheiten, sagen wir es mal so. Und Theo hat ein Video darüber gemacht, über die Kommentare davon. Wir schauen Am mal Wochenende rein. Am Wochenende habe ich mal wieder... Wir schauen mal rein, was dabei rumkommt. Let's go. ...einen Blick in die YouTube-Trends gewahr. Keine Ahnung, warum ich mir das immer wieder antue. Und zwischen den ganzen Proleten, Shisha-Musik und Leuten, die sich fragen, wie viele Löcher der Mensch hat. Hä, das habe ich auch interessant gesehen. Wie viele Löcher hat der Mensch? 2 Millionen Aufrufe. Vsauce. Hey, Michael, Vsauce hier. Du bist ein Arschloch, ey. Du hast mich immer an den Eiern, ey. Habe ich ein Video von mir relativ egal gefunden. Ja, und das Video war echt interessant. Mensch aus Chlamydien für dich, damit du mich auch nicht vergisst. Ich frag mich, was der Sinn von diesem Video war, aber okay. Wenn du heute beinahe... Ich habe auf jeden Fall mein Appetit am Blumenkohl verloren. Sag mal, Mirella, kann es sein, dass ein paar von deinen Cocktails ein bisschen zu hart ballern? Wodka und Bier! Aua! Ja, Lenny, du sagst es! Okay, und jetzt mal ernsthaft, das Video ist ja eigentlich schon ziemlich gut gemacht. Ja, Hammer. Die Musik ist ein typischer Schlager und vom Inhalt her auch nicht unbedingt mehr random als andere Schlager. Jetzt ohne Scheiß, jeder, der schon mal eine Schlagerbar besucht hat, weiß ganz genau, es gibt Songs, da haut's einem die Birne weg. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst! Aber Mirella... Oh Gott. Ich will nichts mehr davon hören. Das Video ging es darum, dass man lieber verhüten sollte, um keine Geschlechtskrankheiten zu bekommen. Also zumindest hoffe ich, dass das die Message war, weil sonst wäre es echt komisch. Dennoch war mir sofort klar, oh, Comedy auf YouTube, das kann ja was werden. Und spätestens nach der Bewertung ist einem sicher, okay, es gibt Menschen, die nehmen das Ganze... Naja, die Bewertung ist doch relativ gut für so einen Trash-Song. Jetzt mal no hate, ich habe nichts gegen Mirella, aber selbst wenn es ein Comedy-Song ist, er ist trotzdem... Er trifft nicht meinen Geschmack. Also ich würde jetzt nicht ein Dislike geben, weil... Ist jetzt auch nicht meine Art, aber nur weil etwas Comedy sein soll oder Humor sein soll, heißt nicht, dass es automatisch alles andere entschuldigt. Ich kann jetzt irgendwas Dummes machen und am Ende sagen, ah, es war nur ein Spaß. Ja, er war trotzdem dumm. So, also es hat wahrscheinlich viele Geschmäcker nicht getroffen. Es ist auf die Startseite gekommen und dadurch, oder es ist von anderen Leuten vorgeschlagen worden, dadurch hat es auch viele Leute gesehen, die nicht aus Mirellas Community sind und vielen Leuten, die es nicht gefallen hat. Mir hat es auch nicht gefallen. Ich fand es richtig kacke. Aber dafür finde ich andere Videos von ihr gut. Ne? Also es ist halt Geschmackssache. Nach der Bewertung ist einem sicher, okay, es gibt Menschen, die nehmen das Ganze eben nicht mit Humor. Und tatsächlich, ja, es gibt sehr viele dumme oder sogar böse Kommentare, über die müssen wir einfach mal sprechen. Und wie immer, fangen wir mit den dummen Kommentaren zuerst an, wie... Aber jetzt bin ich gespannt auf die Kommentare. Let's go. Warum ist der Typ nicht weiß? Das ist rassistisch! What? Mann, bist du blöd. Und dann steigern wir uns langsam immer mehr zu den richtig schlimmen Kommentaren, also schnallt euch gut an. Viel Spaß mit Theo, sucht den extremsten Kommentar. Los geht's! Yahoo! Dumme Kommentare, es gibt dumme Kommentare, doch Theo findet sie sofort. Dumme Kommentare, es gibt dumme Kommentare, doch Theo liest ihnen was vor. Also für dieses Intro von diesem dummen Kommentare-Abschnitt gibt's von mir ein Like. Oh verdammt, ich wollte das Intro ja nochmal überarbeiten. Vielleicht schaffe ich das dieses Jahrzehnt mal gucken. So, jetzt aber erstmal auf geht's. Hier kommt der erste Kommentar. Kann mir jetzt wer erklären, was Blumenkohl und Chlamydien miteinander zu tun haben? Das ist jetzt sogar noch eine ziemlich gute Frage sogar. Tatsächlich ist Blumenkohl wirklich der Bestandteil, was das Video durchgehend dominiert. Ich weiß auch nicht genau warum, aber ich schätze mal, bei beides ungefähr gleich ekelhaft ist. Also ich weiß nicht, wie Chlamydien aussehen, aber ich denke mal, wegen dem Aussehen, ich google mal ganz kurz, aber ich zeige es euch natürlich nicht, Leute. Chlamydien. Ich muss mir mal ein Foto angucken. Ja, okay. Oh, ich hoffe, dass Unge nicht zuschaut, weil so wie ich ihn kenne, liebt der Blumenkohl. Das, kommentiere ich mal nicht. Ich mag wirklich gerne Blumenkohl. Blumenkohl ist Hammer. Hier wird Sex zwischen Weißen und Schwarzen relativiert. Das ist nicht so gut. Warte mal. Okay. Ich dachte, die schlimmsten Kommentare unter Schraubs Vermögen, jetzt kommen so Kommentare wie, dass das Video scheiße ist oder irgendwie sowas. Aber
das ist ja wirklich, unterstes Niveau. Das ist ja wirklich das, das ist ja wirklich das Dümmste, was ich mir hätte vorstellen können. Hier wird Sex zwischen Weißen und Schwarzen relativiert. Weiß der Kommentarersteller, was das Wort relativiert überhaupt bedeutet? Als ob so was Schlimmes gewesen wäre, was mal passiert ist. Da hatte mal ein Schwarzer mit einer Weißen hatte mal Sex und das darf niemals an die Öffentlichkeit geraten. Oder es darf niemals irgendwie erzählt werden. Oh, es wird einfach relativiert, das ist doch gar nichts Schlimmes. Oh mein Gott, okay. Also der Sinn des Videos von CEO ist schon auf jeden Fall gegeben. Denn das hier, boah, ich sage es mal so, Maddox, ich bin einfach nur froh, dass ich nicht auf die Rente angewiesen bin, weil wenn du irgendwann meine Rente zahlen müsstest, dann wären wir verloren. Wie ist denn der Kommentar gemeint? Ich kapier's nicht ganz. Ist doch scheißegal, ob der Darsteller schwarz ist, oder? In Mirellas Video werden jetzt auch nicht irgendwelche Klischees bedient, außer vielleicht, Alter, was geht denn mit diesem Kondom? Also ich weiß ja... Jetzt versteh ich's. Das ist ein Riesenkondom, weil der Mann einen riesen Kopf hat. Also ich weiß ja, was man über den Penis von einem Afroamerikaner sagt, aber... Brauchen die wirklich so einen Apparillo, ey? Volles Torpedo. Alle, die gedisliked haben, sind frauenfeindliche Männer. Warte mal, was? Alle, die gedisliked haben, sind frauenfeindliche Männer? Oh mein Gott, was für dumme Kommentare gibt es denn in ihrer Community? Also nee, ist ja nicht in ihrer Community, das sind ja Leute, die einfach wahrscheinlich auf dieses Video gekommen. Oh mein Gott. Oh. Nochmal. Nochmal Glück gehabt. Glück gehabt, fast wäre ich jetzt frauenfeindlich gewesen. Wer bei der Weile hier ein Dislike gibt, findet, dass Miguel Pablo ganz okay ist. Es ergibt keinen Sinn, okay? Ist das Schlager? Nee, ich glaube nicht, das ist eher Frenchcore. Hört man doch sofort, oder? Hast du so ein Arschloch? Das Video ist richtig stark. Ich muss das Video jetzt kurz mittendrin einfach mal kurz klein machen und einfach mal CEO die übelsten Props rausgeben. Das Video geht erst 3 Minuten 26 und er hat auf so einem dummen Thema Kommentare unter dem Strauß Chlamydien. Das Video war wirklich langweilig, das Fuck. Aber aus so einem langweiligen Thema hat er so ein gutes Video gemacht, weil die Kommentare wirklich so dumm sind. CEO, ich verbeuge mich. Ultra stark. Natürlich ist der Kerl nicht weiß. Allein dafür ein Dislike. Oh mein Gott. Das Problem ist, man weiß nicht, sind das Trolle oder meinen das, sind das Leute aus dem rechten Spektrum, die es wirklich ernst meinen. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr in einer Gesellschaft leben, in der so etwas nicht selten passiert. Oh mein Gott, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Oh mein Gott, ich glaube nicht, dass es ein Troll ist. Eine Rassenmischung. Alter, was geht mit dem Kommentar ab? Lenny, hat der gelitten? Oh mein Gott. Hab ich gelitten. Ich hoffe wirklich, dass solche Kommentare nicht ernst gemeint sind, weil sowas darf es nicht geben, Mann. Singen kannst du nicht und deine Füße... Oh mein Gott, okay, aber der sagt wenigstens einfach nur die Wahrheit. Habt ihr mal ihre Füße gesehen? Habt ihr mal die Länge der Fußnägel gesehen? Habt ihr mal den Käse zwischen den Zehen abgekratzt von Mirella? Spaß beiseite, ich habe ihre Füße noch nie geachtet. Bah. Oh mein Gott, das sind so geile Kommentare, die er rausgesucht hat. Ich dachte, es kommen so richtig langweilige Scheiße, ne? Ich habe sowas Langweiliges erwartet. Ich weiß nicht warum, weil CEO hat mich noch nie enttäuscht. Der macht immer geile Videos. Ich habe aber sowas Langweiliges erwartet, weil die schlimmsten Kommentare, da dachte ich, da kommen irgendwelche Hate-Kommentare. Aber es sind einfach nur die Krönungen der Schöpfung, diese Menschen. Oh mein Gott, stell dir mal vor, du nimmst dir Zeit, sowas zu schreiben unter so ein Video. Singen kannst du nicht und deine Füße sind ekelhaft. Ich wette, Tobi hat ihre Füße ausgedruckt und sich an die Wand gehangen. So ein ekelhafter ist das, so ein Ding. Ekelhaft. Füße, warum Füße? Wir gucken auf die Füße. Junge, hast du das Video angeschaut, warst du voll konzentriert und plötzlich so? Okay, ich schreibe jetzt eine Abhandlung über Mirellas Füße. Damit bekomme ich safe einen Doktortitel. Leute, was ist hier los? Aber wenn du jetzt denkst, okay, das war jetzt schon wirklich ordentlich dumm, dann ganz ehrlich, pass mal auf, was jetzt kommt. Sowas gehört nicht auf YouTube 2020. Das ist zu positiv. Ach so, darf man 2020 nicht mehr so positiv auf YouTube sein, oder wie? Okay, dann werfe ich jetzt irgendwas Böses in den Raum. Hauptsache, das Video wird ein bisschen negativer. Simon, wenn du noch da bist, gell, gerne auch was machen jetzt gleich. Darf ja auf keinen Fall hier so positiv werden.
Schaden. Also, Leute, ganz ehrlich, Mülltrennen braucht ihr gar nicht. Wird eh alles zusammengeworfen und irgendwo verbrannt. Und bitte nehmt eure Drogen, weil ich meine, welcher Mensch kann denn schon nüchtern leben? Hashtag no sponsor. So, doch jetzt ist es soweit. Jetzt kommt endlich der extremste Kommentar. Man muss dazu sagen... Warte, erst der extremste Kommentar kommt jetzt erst noch? Oh mein Gott, jetzt bin ich gespannt. Stimmt, gab es auch super viele Kommentare mit irgendwelchen krassen Beleidigungen oder so. Ich habe keine gefunden, deswegen denke ich mal, Mirella lässt das Ganze irgendwie wegfiltern oder so, was auch okay ist. Lange Rede, kurzer Saiyajin, hier kommt der extremste Kommentar. Die Olle ist doch safe lesbisch. Also wenn sie sich irgendwas einfängt, dann wohl bei einer Frau. Die tragen ohnehin keine Kondome. Frauen tragen keine Kondome. Wie denn auch? Wie denn auch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fritz Hamann. Oh mein Gott, das ist wirklich ein Haufen Scheiße gewesen. Ich habe selten so viel Dummheit auf einem Haufen gesehen. Oh mein Gott, ich will mir einfach nur den Nacken jetzt brechen und dann einfach einschlafen. Friedlich. Ein Strauß Chlamydien. Heute Nacht. Ich weiß gar nicht warum. Über die Finger, natürlich, natürlich. Um diese Sexualitätenkarte zu ziehen, um jemanden zu beleidigen, sowas triggert mich irgendwie am meisten. Und by the way, sind Kondome nicht die einzigen Verhütungsmittel, womit man sich vor sexuellen Krankheiten schützen kann. Lesben können zum Beispiel so dünne Latextücher kaufen, das ist gar kein Problem, egal. Um wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Es ist ein Comedy-Song, Leute. Wenn man jetzt Schlager nicht mag oder das Thema ein bisschen zu eklig ist. Carina, ich glaube, ich lasse das Essen heute ausfallen. Aber am Ende ist es genau das, was ich schon super oft gesagt habe hier auf dem Kanal. Es ist nur ein YouTube-Video. Wie kann ein Song so triggern, dass man irgendwas Beleidigendes reinschreiben muss in die Kommentare? Das verstehe ich halt nicht. Wenn ihr was dumm findet, dann zuckt einfach mit den Schultern und wechselt den Kanal. Bitte immer höflich bleiben und nichts Komisches reinschreiben. Aber was ist mit meiner Abhandlung? Hättest du mich verarschen, Mann? Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen... Lass dem Zio ein Abo da, dann ist das Leben wunderbar. Tust es gibt Frauenkondome, wurden mir gerade geschrieben. Oh mein Gott, das werde ich jetzt erstmal googeln. Frauenkondome. Familienplanung.de. Das Kondom für die Frau gilt als ebenso sicheres Verhütungsmittel wie das Kondom für den Mann. Ist jedoch kaum verbreitet. In Deutschland kann es in Apotheken gekauft oder im Internet bestellt werden. Aha, warum ist es nicht verbreitet? Die Frau immer wieder zu faul. Man kennt sie. Spaß. Du das nicht, tritt er dir ins Gesicht. Ich kann es nicht. Ich kann es tatsächlich. Also ich kenne Diaphragma, ja, aber ich kannte kein Frauenkondom. Oh Junge, ist gar nicht mehr viel, oder? Dankeschön für den ganzen Support, Leute. Hab euch lieb, dann bis dann. Okidoki. Ich dachte erst, wird es wirklich lustig, weil Kommentare, ich finde immer irgendwie, kennt ihr diese Kommentare-YouTuber, also oft schaffen die YouTuber es einfach nicht mit Kommentaren ein Video richtig unterhaltsam zu gestalten. Aber Zeo, bitte mach mehr von diesen Kommentaren, Alter. Hammer. Das war einfach nur geil. Das war wirklich geil. Du hast richtig gute rausgesucht. Das war einfach nur Hammer.